Ja, Let's Play Minecraft, willkommen zurück. Wir sind immer noch im Haus und wir gehen niemals raus. So, ich möchte gerne ein wenig hier bauen. Ich würde gerne, wie gesagt, noch ein Zimmerchen bauen fürs Schlafzimmer. Wir haben ja in der letzten Folge die Fenster gebaut, wir haben die Truhen sortiert. Das Einzige, was mir wirklich fehlt, ist jetzt, wie gesagt, so ein Schlafzimmerchen. Bin echt überlegen, ob wir das hier hin machen. Wir hatten ja auch die Wand hier eingerissen. Hier war ja vorher das Schlafzimmer gewesen, falls ihr euch entsinnen könnt. Obwohl, das reicht vom Raum, würde das noch reichen, wenn ich einfach das Bett irgendwie hier hinknalle. Und einfach rechts und links große Wände ziehen, das ist der Raum. Obwohl, dann wirkt dieser Raum auch wieder kleiner. Ich weiß. Jetzt ist gerade die Axt kaputt gegangen. Ich weiß noch nicht, ich weiß noch nicht, ich weiß noch nicht. Wir müssen auch, genau, stimmt. Ich wollte ja auch die. Das machen wir jetzt erstmal als erstes. So viele, mein Gott, so viele Aufgaben, die wir noch machen müssen. Wollten die Öfen und die Werkbank und sowas alles. Wollten wir ja machen. Das machen wir hier hin. Quasi so eine Kochecke. So. Hier kommt eine Werkbank. Wir werden noch eine Werkbank bauen. Da brauchen wir natürlich Holz. Weil dann haben wir, obwohl, na, zwei Werkbänke, mir reicht eigentlich eine, aber ich brauche keine zwei. Die Öfen werde ich mal mit Holz befeuern, damit die immer mit Holz befeuern, mit Kohle befeuern, damit die immer Kohle haben. Kohle, 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 Kohle. Kann man eigentlich, würde mich jetzt mal brennend interessieren, kann man eigentlich die Rüstung wieder reparieren, die man anhat? Geht das eigentlich irgendwie? Wahrscheinlich nicht. Ne? Man kann die höchstens nur austauschen. Ja, gut, aber wir sind ja immer noch gut ausgerüstet. Stufe 31, Wahnsinn. Andere sind schon wesentlich viel weiter wahrscheinlich. Zu essen haben wir auch noch genug. So. Wie sieht es denn aus mit Werkzeuge? Und genau, das machen wir jetzt erstmal. Wir bauen uns jetzt erstmal ein paar Werkzeuge. Das machen wir jetzt erstmal. Und dann können wir nämlich Holz hacken gehen und sowas alles. So. Dazu brauchen wir Stickies, haben wir glaube ich auch noch, ne? Kann das sein? Ja, 18 Stück. Können wir nämlich auch noch direkt mitnehmen. Ich stelle das Bett jetzt erstmal hier hin. So, das Bett erstmal dahin. Und dann bauen wir uns jetzt erstmal regelmäßig erstmal Werkzeuge. Ach Quatsch, wir können ja auch. Ich bin noch so eine hohle Birne, das gibt's überhaupt nicht. Wir können uns doch aus den Eisenbahnen können wir uns doch schöne Werkzeuge auch bauen. Dann halten die doch viel, viel länger als wie aus Holz. Verdammt. Aber natürlich brauchen wir Stickies. Wie in jedem guten Crafting-Spiel brauchen wir erstmal Stickies. Also, Werkzeuge. So, Spitzhacke brauchen wir. Ja, Schaufel. Axt. Steinhacke brauchen wir jetzt nicht. Schwert können wir uns bauen. Ja, dann gehen wir die Reihe nochmal ein bisschen durch. Obwohl, nein, wir haben nur noch einen Eisenbarren. Aber das reicht erstmal. Haben wir wenigstens ein bisschen. So. Die lege ich mir erstmal hier hin. Die Schaufel kommt hier hin. Die Schaufel kommt hier hin. So, der kommt erstmal dahin, dahin, dahin. Wie gesagt, ich sortiere mir das erstmal hier ein bisschen. Der Sortierfuchs ist wieder unterwegs. Vielleicht eventuell in dieser Folge, ich weiß es noch nicht, werden wir auf Reisen gehen. Dürft euch schon mal freuen. Denn ich möchte mit euch eine kleine Expedition starten, wo wir ein wenig unterwegs sind. Denn wir müssen ja Baumaterialien noch so organisieren und alles. Und deshalb dachte ich mir, machen wir es eventuell in dieser Folge. Ich bin aber noch unschlüssig, ob wir das in der Folge machen und ob wir das in der nächsten Folge machen. Müssen wir mal schauen. So. Da haben wir nochmal in Reserve ein bisschen was an Spitzhacken und alles. Das ist sehr schön. Ich finde das sehr schön. Und ich hoffe, ihr natürlich auch. So. Haben wir, glaube ich, eine Axt mehr, ne? Ja, das macht ja nichts. So.
Und es wird Nacht. Ich habe es gerade schon gesehen. Wir haben es Nacht. Wir müssen nämlich auch wahrscheinlich in die Höhle gehen, noch ein bisschen Materialien sammeln hier alles. Müssen wir mal gucken. So, das kann auch wieder zurück. Und das auch. So. Sehr schön, wunderbar. Wir gehen schlafen, damit die Nacht schnell vorbeigeht. Ah, das mit dem Dings riecht mich immer noch auf mit dem Schlafzimmer. Wie wir das machen? Ich würde sagen, wir gehen echt jetzt erstmal auf Expedition. Das habe ich eigentlich meine Karte noch? Verdammt. Ach, ich habe meine Karte ja irgendwann verloren, ne? Wie kann man denn eine Karte bauen? Eine leere Karte. Da braucht man einen Kompass zu. Papier und Kompass. Aje. Aje, 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 aje. Wie baue ich denn Papier bitte? Wie kriege ich denn Papier? Ah, Zuckerrohr. Zuckerrohr ergibt Papier. Papier, Papier, Papier. Müssen wir mal in unserem Garten gucken, ob wir da vielleicht Zuckerrohr haben. Haben wir natürlich nicht, wahrscheinlich. Wahrscheinlich schon alles hier abgelaufen. Wo ist denn hier der Eingang? Wo hatte ich denn hier die... Und was machst du da? Friss mir das ganze Gras weg. Ich glaub's ja wohl. Verdammt. Wir müssen Zuckerrohr anbauen. Jetzt ist nur die Frage... Oder ich gehe... Ach, wisst ihr was? Wir gehen gleich einfach mal bei dem... bei unseren Inselnachbarn fragen. Weil wir als Aussiedler hier oder quasi als Auswanderer, wir sind ja hier gestrandet. Gehen wir einfach mal klauen bei denen. So. Ich reiße es einfach mal hier alles ab. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir bei den Nachbarn einfach mal gucken. Das Schaf geht mir auf den Sender, bin ich ganz ehrlich. Mäh! Hau ab hier. Mach eine Fliege. So, ciao. Ciao. So. So, wo sind die Nachbarn? Die haben doch bestimmt Zuckerrohr angebaut, oder? Denke ich mir mal. Wo haben die ihren Garten? Ha, 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 ha. Das sind Möhren oder Karotten. Die nehme ich auch mit. Erstmal schön klauen. Ne, Kartoffeln sind da. Ach, Kartoffeln. Sehr schön. Kartoffeln, da können wir uns Pommes machen von. Leckere Pommes. Leckere Pommes gibt es davon. Aber Zuckerrohr sehe ich hier nicht. Vielleicht hier oben. Hier oben ist, glaube ich, auch noch ein Garten. Moin. Die Kartoffeln nehme ich mit. Erstmal bei den Nachbarn Kartoffeln klauen. So. Was haben wir hier? Aber doch Karotten, oder? Ja, sehr schön. Ich glaube, da kann man auf ein... War das nicht auf ein Pferd reiten oder so? Oder auf eine Kuh reiten? Mit einer Karotte und einer Angel? Irgendwie sowas war das gewesen. So, jetzt muss ich nochmal schnell schauen. Haben die noch einen anderen Garten hier? Ha, ha, nein. Wie kriege ich denn... Wo kriege ich denn Zuckerrohr her? Jetzt muss ich mal schnell schauen. Wie erstelle ich denn Zuckerrohr? Hm. Ha. Schauen wir mal eben schnell auf der Werkbank. Auf unserer allwissenden Werkbank. So. Die allwissende Werkbank. So, Zuckerrohr, 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 Zuckerrohr. Wo kriege ich Zuckerrohr her? Dum, 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 dum. Kann das sein, dass wir... Ah, okay, Kuchen geht so. Zuckerrohr gibt Zucker, das ist klar. Aber wie kriege ich denn... Brot können wir erstellen. Können wir Brot knuspern. Ich würde aber gerne wissen, wie man... Weizensamen, das gibt wieder nur Weizen. Wo ist die Krimskramsbox? Hier ist die Krimskramsbox. Haben wir nicht sogar schon Zuckerrohr? Dschungelbaumsetzling. Birkensetzling.
Eichensetzling, Weizensamen, Weizen. Verdammt, wie kriegen wir denn nochmal Zuckerrohr? Melonensamen, Kürbiskuchen. Wer will denn Kürbiskuchen? Ich meine, Kürbiskuchen ist lecker. Kuchen, Zucker, Brot, Kekse, Pilzsuppe. Der goldene Apfel. Hier steht das aber auch nicht. Aber ihr wisst das wahrscheinlich. Also wenn ihr das wisst, wie man Zuckerrohr nochmal macht oder wie, wo man es herbekommt, schreibt es doch bitte mal unter die Kommentare. Weil dann kann ich doch da mal schauen, wie ich da Zuckerrohr vor allen Dingen anpflanze und alles. Das ist was zu essen, das kann ich als Essen nutzen. Das kann hier rein. Giftige Kartoffel? Was ist denn mit der giftigen Kartoffel? Regeneriert ein. Der Verzehr kann dich vergiften. Dann nehmen wir die mal nicht. Dann schmeißen wir die mal weg. Die Kartoffel schmeißen wir mal gehörigst weg. Mäh. Zuckerrohr. Aber doch, auf Expedition möchte ich gerne gehen, bin ich ganz ehrlich. So, können wir denn mit dem... Funktioniert das? Passiert da irgendwas? Was ergibt denn das Kartoffel im Ofen? Ergibt das gebratene Kartoffel? Oder was gibt das? Ofenkartoffel. Leckere Ofenkartoffel. Ergibt 3. Was gibt das Brot? Gibt das auch 3? 2,5. Ne, dann mache ich doch lieber eine Ofenkartoffel. Oder machen wir mal ein paar Ofenkartoffeln. So. Passiert hiermit auch was, wenn ich das so mache? Nein, da passiert gar nichts. Die Karotte können wir natürlich nicht braten. Aber wir machen uns leckere Ofenkartoffeln. So, jetzt mache ich natürlich den anderen Ofen auch noch an. So, sehr schön. Die Karotte, die packen wir mal bei Essen mit rein. Dann haben wir das auch da drin. So, wir hatten schon mal Ofenkartoffeln gemacht. Seht ihr? Sehr schön. Können sogar eben mal Schnitzel knuspern. Schnitzel, Kläuschen, wer knuspert an mein Häuschen? So, während die Ofenkartoffeln brennen, würde ich sagen, gehen wir auf der Suche nach Zucker. Ich glaube, ich sehe sogar Zuckerrohr. Kann das sein, dass Zuckerrohr immer im Wasser irgendwie wächst? Geh weg, du Schaf. Mäh. So, dann gehen wir doch noch in der Folge. Machen wir doch noch eine Expedition. Wir müssen nur aufpassen, dass wir uns nicht verlaufen, weil wir keine Karte mehr haben. Und ich möchte ungerne unsere bescheidene Hütte verlassen. Oder beziehungsweise unsere bescheidene Umgebung verlieren, weil die doch wirklich sehr, sehr schön ist. Vor allem auch mit diesem Ausblick. Boah, wie das aussieht mit dem Anbau. Ha, meine Bude ist viel größer wie eure. Ich glaube, ich sehe Zuckerrohr. Hier sind sogar Pilze. Ich glaube, aus Pilzen kann man auch was machen. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Irgendwas war das. Ja, Zuckerrohr. Ja, Mann, Zuckerrohr. Ja, Mann, Zuckerrohr. Kann das sein, dass Zuckerrohr auf Sand wächst? Müssen wir mal schauen. Da hinten vielleicht. Gehen wir mal hier lang. Sollen wir mal gucken. So. Erstmal schön hier am Rand entlang. Dann weiß ich nämlich ungefähr, wie wir wieder zurückkommen. Spinne. Irgendwo ist eine Spinne. Ich höre eine Spinne. Hier haben wir wieder ganz anderen Stein, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Da oben ist eine Blume. So. Die Expedition schreitet voran. Und wir sind im Schneegebiet. Hier wollte ich eigentlich gar nicht hin. Eigentlich wollte ich in der Nähe vom Strand oder so. Gehen wir mal hier lang. So. Na toll, hier ist ein bisschen Sand, aber kein Strand. Gibt es einen Strand mit Sand? So, da hinten ist unsere Hütte. Alles noch im Blick. Oh, da sind Schweinchen. Kommt her, ihr Schweinchen. Ich habe später Hunger auf euch. Oh,
Entschuldigung. Entschuldigung. So. Zuckerrohr, wo kennt ihr denn Zucker? Ist das denn da hinten? Ist das eine Hütte? Schwimmen wir mal darüber. Können wir auch schneller schwimmen? Nein, du sollst schwimmen. Verdammt. Ich glaube, wir müssen uns mal ein Boot bauen. Damit wir hier mal ein bisschen schneller von einem Ufer zum anderen kommen. Was ist denn das da hinten? Ist das ein... Ich kann das gar nicht... Das ist doch eine Hütte, oder? Also zumindest sieht es danach aus, als wäre das irgendwie eine... Oh nein, es wird auch noch Nacht. Oh mein Gott. Sieht zumindest danach aus, als wäre das eine Hütte. Irgendwie so eine Wasserhütte. Wie cool ist das denn bitte? Tatsache, das ist irgendwie so eine Hütte. Uah, nicht unter Wasser tauchen. Hilfe. Und jetzt wird's Nacht. Und wir haben unsere Behausung verlassen. Und wir werden jetzt angegriffen. Alter, ein Baumhaus oder sowas. Ey, wie cool ist das denn bitte? So auf Wasser gebaut, auf Stelzen. Das ist ja mal voll cool. Sowas hätten wir bauen müssen. Weil dann haben wir nämlich Sicherheit vor den ganzen Viechern. Wie cool ist das denn? Geil. Gibt's ja auch eine Leiter? Tatsache, das ist ein Baumhaus. Ich werd verrückt. Da will ich nicht rein. Geh weg, geh weg, geh weg. Kann man nicht hier... Man kann auch hier hochklettern, oder? War das nicht so? Hallo? Konnte man nicht an den Lianen hochklettern? War das nicht so... Ich sehe Zuckerrohr. Da ist mir jetzt die... Da hinten ist auch Zuckerrohr. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Haben wir Zuckerrohr gesammelt. Aber ich möchte doch gerne diese Hütte inspizieren. Na, wie geht man denn da hoch? Geht man da nicht irgendwie... Na, ach so, okay. Da ist es ungewohnt. Ich habe das noch nie so... Und wo ist hier der Eingang? Hallo? Hallo, Eingang? Ich probiere es mal hier. Über den Balkon. Oh, cool. Oh, ist das cool. Was ist das denn? Das ist doch bestimmt ein, Nein, wir haben Kessel. Wie geil ist das denn? Und eine neue Werkbank. Juhu. Obwohl, die Werkbank können wir eigentlich stehen lassen. Wir haben eine. Und was das hier schön ist? Ein Blumentopf. Ja, Blumentopf. Blumentopf, Blumentopf. Und hier kann uns keiner was. Ich habe leider keine Wolle dabei, ne? Verdammt. Das heißt, wir hätten normalerweise uns hier ein... Wisst ihr was? Wir machen das einfach so. Wir bauen uns hier eine Zwischenbehausung. Einfach so ein Schlafplatz. Aber das Problem ist immer, wir müssen mal so hinschwimmen. Oder wir bauen eine Riesenbrücke. Da hinten ist unser Wohnort. Der verschwindet immer, wenn ich hingucke. Oben rechts am Bildschirmrand ist der jetzt. Aber ich würde noch viel, viel mehr... Da hinten müssen wir noch hin, wegen Zuckerrohr. Das machen wir jetzt mal. Da hinten war auch Zuckerrohr. Hier unten drunter muss eine Höhle sein. Weil ich höre hier mal Stimmen. Die hört ihr wahrscheinlich auch. So. Da hinten läuft schon Zombie. Ich sehe schon einen. Ein Zombie. Zombie-Apokalypse. Und ein Schwein. Wichtig ist nur, dass wir den Enderman nicht sehen. Weil wenn der Enderman kommt, ist vorbei. Ich will nur Zuckerrohr, mehr will ich nicht. Ich will nur Zuckerrohr. Mehr will ich nicht, ich will nur... Ja, ja, ciao. Ich will nur Zuckerrohr, mehr will ich nicht. Du sollst weggehen. Geh weg. Geh weg, Zombie. Ich will nur Zuckerrohr. Geh weg. Da hinten ist auch nochmal Zuckerrohr. Uah! Nein, 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 nein. Alter, Alter, geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, der Enderman stand da, Alter. Der soll weggehen. Der soll weggehen. Verdammt. Der Kack-Enderman stand da. Und ich laufe da auch noch beinahe rein. Ich glaub's ja wohl.
Schwimmen eigentlich Skelette? Verdammt. Wurde meine Frage schon beantwortet. Fuck, und der Enderman war da hinten gewesen, ey. Kann er nicht schneller schwimmen? Ich will nur Zuckerrohr mitnehmen. Mehr will ich nicht. Wo ist der Enderman? Da oben steht er. Da steht der Enderman da oben. Verdammt. Guck ihn nicht an. Ich guck ihn nicht an. Lalalalalala. Verfolgt uns das Skelett immer noch? Nein. Gott sei Dank. Hat die Fährte aufgehört aufzunehmen. Da ist ein Creeper rechts. Sehe ich gerade. Der hat uns noch nicht bemerkt. Ich versuche mal so ein bisschen links rüber zu schwimmen. So. La. So geil. Zuckerrohr. Da hinten geradeaus ist auch schon wieder Zuckerrohr. Jetzt kriegen wir aber richtig Zuckerrohr hier, oder? Kann das sein? Jetzt wollen sie uns aber hier beschmeißen mit Zuckerrohr. Drüben sind, glaube ich, Blümchen und Pilze. Boah, da hinten ist noch mehr. Ich glaube, ich versuche mal da links rüber zu gehen. Vielleicht überleben wir ja die Nacht. Wenn wir das so machen. Da hinten läuft ein Zombie. Wo ist der Enderman? Wo ist der Enderman? Enderman, ich hoffe, du bist nicht bei mir in meiner Nähe. Bitte. Tu mir das nicht an. Da ist ein Zombie, der hat es wahrscheinlich schon gesehen, oder? Nee, noch nicht. So. Ich versuche den mal grandios. Geh weg. Ciao. La. So. Uah. Zuckerrohr. Immer schön Zuckerrohr. Was wollten wir eigentlich mit... Ich habe ganz vergessen, was wir mit Zuckerrohr wollten. Ich weiß es gar nicht mehr. Was wollten wir denn mit Zuckerrohr nochmal? Irgendwas wollten wir mit Zuckerrohr, das weiß ich. Irgendwas zu essen machen? Nee. Oder? Doch. Oder? Verdammt, ich habe mich verlaufen. Scheiße. Kacke. Ich habe mich verlaufen. Verdammt. Aber ich glaube, wir müssen in die Richtung. Da ist auch nochmal Zuckerrohr. Aber man kann wahrscheinlich auch Zuckerrohr anbauen, denke ich mir mal. Hallo, Muku. Hey, Schwein. Ich höre ein Skelett. Ich weiß nicht, wo es ist. Ist mir auch egal. Papa. So, da haben wir was zu essen noch mitgebracht. Nach Hause dann, wenn wir gleich nach Hause kommen. Ah, 48 Zuckerrohr. Das ist... Ciao. Aua. Gott sei Dank. Hier sind aber so viele Schweine. Ich würde die alle mitnehmen. Weil denke ich mir, mehr Schwein ist, so mehr Essen haben wir. Jawohl. Ein Schaf können wir auch nochmal mitnehmen. Ich weiß, man kann auch Schaf scheren. Das weiß ich, wenn man sich eine Schere baut. Mich würde gerne mal interessieren, was wir mit dem... Da sind so viele Creeper. Was wir mit den Kessel machen können. Das würde mich ja echt mal brennend interessieren. Da müssen wir gleich mal schauen. Nach rechts steht ein Skelett. Geradeaus ist nichts. Doch, da steht auch ein Skelett. Verdammt. Geh weg. Geh weg, du siehst mich nicht. Oh, links sind schon wieder Creeper. Ich glaube, wenn wir in die Richtung gehen, sind wir, glaube ich, auf dem richtigen Weg nach Hause. Da oben stehen Pferde. Ich dachte schon, da wäre der Enderman. Ich meine, es müsste die richtige Richtung sein. Ich hoffe es natürlich. Da müsste das Baumhaus sein, ne? Oder? Oder war es da hinten? Verdammt. Aber es wird Tag, das ist schon mal sehr schön. Haha, ihr könnt nicht schwimmen. Ich gleich auch nicht. Ich glaube, da ist es... Ja, da ist das Baumhaus, also müssen wir in die Richtung, das ist schon richtig. So. Zack, 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 zack. Da ist auch ein Skelett. Renn noch mal ein bisschen schneller. Du wirst gleich brennen. Ciao. So. Auf geht's. Auf nach Hause. Da hinten. Ich sehe schon meine Hütte. Oder beziehungsweise unsere Hütte. So.
La. So. Oh, wir sollten mal was essen. Gar nicht drauf geachtet. Jetzt, wenn man so viel unterwegs ist, zu Hause, haben wir gar nicht so viel Kohldampf gehabt, weil wir ja nicht so viel gemacht haben. Wir haben nur ein bisschen sortiert und alles. Aber jetzt hier mit dem Laufen und mit dem ja, Abbauen und sowas alles, da werden wir wieder ein bisschen mehr Hunger bekommen. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, wir nehmen ein paar Schweinchen mehr mit und alles. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Zuckerrohr. Wollen wir gleich nochmal gucken, was ihr mit dem Zuckerrohr nochmal wollt. Ich habe schon wieder vergessen. La, 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 la. Und da ist nochmal Kohle. Kohle, 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 Kohle. Die Kohle nehmen wir auch noch mit. Ding, ding. Ach komm, Stein nehmen wir auch noch mit. Was wir haben, haben wir. Was wir haben, haben wir. So. Jetzt reicht aber. Man, das ist, bei dem Spiel ist immer das Faszinierende, dass man einfach nicht mehr davon loskommt, wenn man einmal damit anfängt. Und, ja, das ist der Wahnsinn. Jawohl, wieder schön zu Hause in der bescheidenen Hütte. Und der Ofen brennt immer noch. Die sind immer noch die Ofenkartoffeln am Brennen. Obwohl, hier sind sie fertig. Jawohl, sehr schön. Da können wir die Kohle nochmal hinzufügen. Aber wir können uns hier auch schon mal ein wenig ein rohes Rinderfleisch braten. Und gleich natürlich auch die Schweinesteaks. So, jetzt wollte ich mal schauen, wofür brauchen wir nochmal das Zuckerrohr? Was wollte ich damit nochmal machen? Was wollte ich mit Zuckerrohr? Was wollte ich mit... Ach genau, ich wollte Papier machen. Richtig, Papier. Und Papier... Und wir brauchen einen Kompass. Aber wie kriegen wir einen Kompass? Das ist jetzt meine Frage. Wie erstellen wir denn einen Kompass? Oder müssen wir den finden? So, für Papier haben wir schon mal Zuckerhut. So. Jetzt mal gucken, wo wir den Kompass herkriegen. Das wird wahrscheinlich hier sein, ne? Uhr. Kompass. Oh, das haben wir sogar auch. Jawohl, geil. Da können wir eine Karte bauen. Sehr schön. Geil. Das machen wir auf jeden Fall noch in der Folge. Das machen wir definitiv noch in der Folge. Und Redstone brauchen wir dafür. Das haben wir alles da. Sehr schön, geil. Das hat sich echt gelohnt, dass wir damals da in dieser Dings waren. In der Pyramide da und alles. So, jetzt machen wir erstmal den Kompass fertig. So, erstmal den Kompass bauen. So. Genau. Und jetzt machen wir erstmal Papier. Wie viel Papier brauchen wir denn? Wie viel waren das jetzt gewesen für die Karte? Wo war die Karte jetzt? Die Karte war... Hier, ne? 3, 4, 5, 6, 7, 8 Papier brauchen wir dafür. 8 Papier. Wir kriegen da 3 raus. So, 6, 9. Das dürfte reichen. Und jetzt bauen wir uns die Karte. Sehr, sehr schön. Aber es ist eine leere Karte. Nein. Achso, ja klar, die baut sich ja natürlich auf. Richtig. So. Ja, geil, cool. Boah, was wir alles schon in der Folge wieder erlebt haben. Ist ja der Wahnsinn. Ist ja unglaublich. Ist ja unfassbar. Auf jeden Fall wird das richtig, richtig nice hier. Denn, das wird noch viel, 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 viel besser werden, wenn wir noch mehrere Expeditionen noch mehr haben werden, noch mehr machen werden. So, die Karte mache ich mal auf der sicheren Seite dahin, Papier natürlich auch. So, wofür ist der Kessel da? Kann mit Hilfe eines Eimers mit Wasser oder durch Regen gefüllt werden und kann dann verwendet werden, um Glasflaschen, Glasflaschen mit Wasser zu füllen. Regenwasser, das heißt, man kann den draußen stehen lassen, ist es richtig? Wenn es mal hier regnen würde. Ich habe jetzt schon lange keinen Regen mehr gesehen. Dann würde ich sagen, stellen wir den Topf einfach hier hin. So. Weil hier würde sich das eigentlich aneignen. Uah. Ach, hier ist ja auch die Höhle. Stimmt ja, da war ja was. Nein! Verdammt!
Jetzt bin ich viel zu tief gesprungen. Wie komme ich denn jetzt wieder raus? So. Ich will doch nur hier unten zumachen. Mehr will ich nicht. Da unten habe ich nochmal Kohle gesehen. So. Geh mal her da. Bisschen Erde. Das Lied, was jetzt gerade lief, das fing so ein bisschen an wie Bruder Jakob. Bruder Jakob, Bruder Jakob. Spürst du ihn? Spürst du ihn? La 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 la. Und wir haben sogar einen Blumentopf. Ich werd bekloppt. Wir haben einen Blumentopf. Das werden wir noch eben machen. Ich werde nämlich noch mal eben hier so ein... So, jetzt passt mal auf. Jetzt machen wir mal so eine richtig schöne Ecke. So. Wow. Bisschen Dekoration muss natürlich auch sein, natürlich. So, warte. Nein, dafür würde ich gerne Hälfte nehmen. So. So, wunderbar. Und mit dem schönen Bild möchte ich euch entlassen in eine weitere Folge Let's Play Minecraft. Boah, macht das Spaß. Und ja, dann machen wir weiter. Müssen wir mal gucken, ob wir noch eine Expedition machen oder was wir machen. Müssen wir mal schauen, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall schaltet ihr wieder ein. Also, bis dann. Ciao.